Guten Morgen. Guten Mittag. Oder auch guten Abend, liebe Leute. Ja, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute mal zu einer kleinen Real-Life-Story. Oh mein Gott. Die Real-Life-Story geht um diesen Scheiß hier. Und dann noch um einen Kollegen oder sonst was. Allgemein der ganze Freitag vorgestern. Ich erzähle einfach von Anfang an. So, wir haben uns Freitag gestern mit ein paar Kollegen getroffen. Danny, allgemein unser Squad, mit dem wir immer unterwegs sind. Könnt ihr mal Instagram abchecken, falls ihr mich da noch nicht abonniert habt oder so. Ganz wichtig, um immer auf den neuesten Stand zu sein, um immer zu wissen, was so abgeht. Einfach mal Instagram abchecken. Und ja, wie gesagt, wir waren Freitag unterwegs, haben auch alle ein bisschen getrunken und so, ne? Und dieser Tag, ey, der war echt katastrophal am Ende. Digga, sowas kann auch nur uns passieren, Mann. Sowas kann nur fucking uns passieren. Aber wie gesagt, war alles geil und so. Wir waren ein bisschen feiern. Alles gechillt, richtig nice, erstmal gute Stimmung, ba, ba, blub, blieb, blab, ihr wisst alle, wie das ist. Und ja, Mann, dann war auf einmal ein Kollege weg, wir dachten so, hä, wo ist er? Ich gehe ihn dann suchen, ich sehe ihn irgendwie auf dem Boden liegen. Ich sag so, ey, entspann dich mal, komm mal jetzt wieder hoch. Und er sagt, mir geht's nicht gut, bla, bla, bla und so. Ich sag, entspann dich mal, komm mal jetzt mit und so. Dann haben wir alle ein bisschen so, bruh, halt so ein bisschen gedanced, ne, ihr wisst, wie das läuft. Und dann war er auf einmal wieder weg. Eine Minute später, der Asiate, also Daniel und ich, wir gehen ihn suchen. Wir sehen ihn auf einmal auf dem Klo, auf dem Boden, 5 Securities sind um ihn rum, er liegt da so, er sagt, lasst mich liegen und so, er war richtig durch, ne, er war unfassbar durch, es war schon schlimm, Mann. Und dann die Securities haben ihn aus dem Club rausgeschmissen, wir dachten so, alles klar, sind wir alle mit rausgegangen und so, er hat dann erstmal sich die ganze Zeit den Finger in den Hals gesteckt, hat die ganze Zeit gekotzt, ne, 30 Minuten lang oder so waren wir alle draußen, haben da gechillt, dachten so, Junge, beruhig dich jetzt mal endlich. Er hat nicht aufgehört. Ja, nach 30 Minuten oder so meint er, geht einfach alle wieder rein. Danny ist noch bei ihm geblieben und noch ein Kollege von uns draußen dann. Und dann sind wir alle wieder reingegangen und beim Reingehen, ne, das war richtig eng in diesem scheiß Club und so, Mann. Und genau dann ist das passiert. Wir gehen rein, da ist so ein Mädchen, ne, so ein ach, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist sie da. Die tanzt, wieso tanzt man mit einer Zigarette in der Hand? Wieso raucht man überhaupt, Mann? Was ist das? Ey, ich hasse Zigaretten, ne? Ich hasse sowas. Und die raucht noch. Und ich will da vorbeigehen und die tanzt und macht so zack in meine Fresse rein. Genau hier, sie drückt so richtig dagegen und so. Das brennt die ganze Zeit. Ich spring so weg und so, weil das so eng war. Ich dachte mir so, Junge, ich hab's die so angeschrien, ne? Ich hab, Digga, ich wollte. Okay, erstmal ein bisschen beruhigt jetzt. Ich wollte die, ehrlich, ich wollte die richtig. Ja, aber ich bin einfach aufs Klo gelaufen, hab erstmal mein alles hier ausgewaschen, weil alles so schwarz war und so von dieser fucking Zigarette. Und jetzt ist immer noch, nach 2 Tagen ist immer noch, es brennt noch übertrieben und so, aber was soll man machen? Ich hoffe, da entsteht keine Narbe. Auf jeden Fall bin ich dann aufs Klo gegangen, hab das ausgewaschen und so, bin dann einfach rausgegangen, ich hatte keinen Bock mehr. Verständlich, glaube ich, wenn man eine Zigarette in die Fresse kriegt. Eine Zigarette in die Fresse gedrückt, Mann. Bin dann wieder rausgegangen, wollte zu Danny und dem Kollegen, denen es nicht gut ging. Und dann habe ich gesehen, die waren weg. Ich gucke auf mein Handy, WhatsApp-Nachricht, yo Jungs, Krankenwagen ist gekommen. Mein Kollege ist im Krankenhaus. Ich so, what the fuck? Ich sag so aus Joke, ey, ihr hättet mich doch gleich mitnehmen können. Hätte ich direkt mein Auge irgendwie heilen können im Krankenhaus oder so aus Joke oder so. Aber ey, das war echt nicht mehr spaßig. Er musste dann über Nacht im Krankenhaus bleiben. Ich hab jetzt fucking eine Narbe hier oder so, wenn das eine Narbe wird. Und ey, dieser Freitag, ey, boah. Ich hab immer noch Frust, dass das mir passiert ist. Er hat immer noch Frust, dass er im Krankenhaus war. Seine Mutter hat ihn gekillt. Die hat ihn gekillt, Jungs. Ja, okay, ich würde sagen, das war's wieder mit dieser Real-Life-Story, einfach eine kurze Story erzählen. FIFA ist eh durch, deswegen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Jeder Daumen heilt meine Narbe ein bisschen mehr. Nein, Spaß, Leute. Chill, chill. Ich bin raus, Instagram abchecken und so. Bis zum nächsten Mal und Peace.